Letzten Freitag, den 10.09., wurde hier am Elli unser Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage verliehen. Dabei durften wir einige bewegende Worte von Herrin, Frau Badak, unserer Schulpatin und ehemaligen Schülerin Frau Asla Sevindim, der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, dem Duisburger Bürgermeister Volker Moosblech, Julia Rombeck vom Kommunalen Integrationszentrum Duisburg, Thomas Schwind von der GEW und unserer Schülersprecherin Sila Edgün hören. Begleitet wurde das Ganze von der Elli Big Band, einem Kabarettauftritt. Auf jeden Fall hat der Kursleiter gesagt, wir sollen mal ein paar Witze sammeln. Da haben wir ein paar Witze gesammelt. Sowas wie, was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Was ist weiß und stört mein Essen? Eine Lawine. Ich hab gesagt, ich kenne den kürzesten Witz. Und? Mein Leben. Und der Fehlbeitrag von Frau Badak und der Schülervertretung. Eine große Rolle. Nicht nur bei mir rassistisch begegnet wird, sondern auch den Menschen in meinem Umfeld. Und was alle rassistischen Begegnungen miteinander gemeinsam haben, ist, dass einem vermittelt wird, dass man anders ist und irgendwie nicht zu der Mehrheit dazugehört. Also meiner Meinung nach muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Rassismus für viel Leid, für Schmerz, Ausgrenzung, Chancenungleichheiten verantwortlich ist und man all das verhindern kann. Beendet wurde die Veranstaltung mit der Übergabe der Urkunde sowie dem Schild für den Titel Schule und Rassismus, Schule mit Courage.